Die LED-Technik ist Fluch und Segen gleichzeitig, denn auf der einen Seite haben wir wahnsinnig viele Vorteile, aber auf der anderen Seite werden die Leuchten, die LED-Leuchten über kurz oder lang auf den Mülldeponien landen. Das hat eine enorme Auswirkung auf den CO2-Fußabdruck und auf die Umwelt. Damit ist jetzt Schluss. Wir haben dazu Silvania eingeladen. Ich begrüße heute Eddy Reis von Silvania Österreich bei mir. Servus Eddy, hallo. Servus Thomas, grüß dich. Na, freut mich, dass du da bist, Eddy. Danke, danke. Eddy, das Thema, das den meisten in der Lichtbranche momentan unter den Fingernägeln brennt, ist das Leuchtstofflampenverbot und auch der Ersatz von Leuchtstofflampen. Ja, ja, ja. Ihr habt dafür eine Leuchtenlösung Aber, oder besser gesagt eine Einlegeleuchte dafür. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja. Ja, wir haben da die OptiClip. Die OptiClip ist eine ideale, nachhaltige und ressourcenschonende Lösung, um Leuchtstoffröhren in Büros, Krankenhäuser, Amtsgebäude und so weiter zu ersetzen. Okay, aber da geht es ja um weit mehr als darum zu ersetzen. Es ist ja ein sogenanntes Einweg, also die sogenannten Einwegpanels zu ersetzen, das ist die Herausforderung. Ja, oder? Die Zeit der Einweg-LED-Leuchten ist mit der OptiClip vorbei. Das heißt, man kann die Module jederzeit austauschen, den Treiber kann man austauschen, die Leuchte bleibt drin für Jahrzehnte. Was man dann vielleicht austauschen müsste, sind die LED-Module oder der Treiber. Sonst bleibt die Leuchte montiert. Das heißt, das ist die Lösung, um sowohl das Leuchtmittel auf Dauer als auch den Treiber austauschen zu können. Mit einem einfachen Klicksystem, das wird einfach ausgetauscht, das kann praktisch jeder. Es geht nicht zum Verdrahten, das wird einfach geklickt, also auch aus der OptiClip so heraus. Und somit bieten wir damit eine wirkliche ressourcenschonende Lösung an. Also wir haben auf der einen Seite gibt es natürlich die Standardmaße, die dann, da wären wäre gut, wenn man die auch darüber sprechen könnte. Und darüber hinaus habt ihr aber auch noch Sondermaße. Ja, dadurch, dass die Produktion in Frankreich ist, haben wir die Standardmaße 600x600, 625x625. Dann gibt es 1200x300, 1250x310. Also man versucht da schon einfach schnell austauschen zu können. Also ein sehr reichhaltiges Angebot und umfassend. Die Büroanwendungen, das ist sicher eines der wesentlichsten Anwendungsfelder für diese neue Leuchte. Wie schaut es denn da mit Blendung und all den anderen Lichtkriterien? Also UGR-19 auf alle Fälle, Maximum 4500 Lumen. Einbau, Aufbau ist klar. DALI-Versionen gibt es, Notlicht-Versionen, Sylsmart-Versionen, also alles, was das Herz begehrt. Wie schaut es denn mit den Anwendungen generell aus? Das ist jetzt einmal eine Büroanwendung, aber darüber hinaus, wo könnte man diese Leuchte noch einsetzen? Was würde dir da vorschweben? Zum Beispiel die Module alleine in Rigipswänden zum Beispiel. Also man kann sich da komplett kreativ ausleben, weil einfach das gesamte Spektrum so breit ist, wo man die Leuchte einsetzen kann. Grundsätzlich gedacht, wie gesagt, als Einlegemodell. Oder auch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also man kann das jederzeit diskutieren oder planen oder man kann über jedes Projekt drüber schauen, ob wir dieses Produkt dann einsetzen können. Also nach oben hin offen, sage ich mal ganz, ganz frech. Wie kann man denn davon ausgehen, dass ihr morgen auch noch, und damit meine ich in ein paar Jahren mit morgen auch noch diese Leuchtmittelmodule auch anbieten könnt und werdet? Wir stehen gerade am Anfang, dass wir ein riesengroßes Portfolio mit diesem LED-Modul, sprich mit dem OptiClip-Prinzip aufbauen. Wir gehen davon aus, dass wir sehr bald die Lösung mit den Mineralfaser-Einlegemodule mit den Schlitzen und auch mit den Modulen liefern können. Wie gesagt, wir sind da gerade am Anfang. Wir können auch in ein paar Jahrzehnten dieses Modul liefern. Was vielleicht in ein paar Jahren verbessert wird natürlich die Lichtkraft, sprich Lumen pro Watt. Da werden wir sicher besser. Also wenn sich da was ändert, dann nur zum Positiven und nicht zum Negativen. Na bumm, sage ich jetzt einmal. Das klingt ja wirklich nach einer nachhaltigen Lösung. Ja, ja. Und einer, die auch über kurz oder lang unsere Umwelt tatsächlich
schonen wird. Mhm. Ja. Lieber Eddie, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Thomas, danke. Danke fürs Zusehen und euch da draußen ersuche ich wie üblich um ein Like,